ich bin jetzt da. So, guten Tag. Ich habe jetzt ganz schnell Access aufgemacht. Ich mache jetzt mal weiter. Mit Los geht's. Adamo geht jetzt los. Das von Andreas Stern konzipierte Programm, programmierte Programm, das sehr gut ist für Access 2000. So, hier steht jetzt wieder was drin. So möchte ich das aber jetzt nicht mehr. Ich gehe einfach mal auf alle Objekte löschen. Dann bin ich sicher, dass alles weg ist. So, jetzt geht's gleich weiter. Hier. Name. Ich schreibe mal einfach Arbeitsplatz, weil mich das Thema fasziniert. Und ich gehe auf die Eingabetaste. Und Objekt speichern. Und auf neues Objekt. Und ich gehe auf Chefsessel. Nein, Chef. Das ist jetzt der Chef. Eingabetaste drücken. Objekt speichern. Und neues Objekt. Und jetzt mache ich noch Kunde oder Arbeitssuchende. Aber Arbeitssuchende, das mache ich nicht. Ich schreibe lieber Kunde. So, und Eingabetaste. So, und Objekt speichern. So, jetzt kommt der nächste Schritt hier, da. Hier, wo der Cursor ist. Mauscursor. So, jetzt mache ich mal was Besonderes. Ein bisschen eine Stufe schwerer als im letzten Video. Arbeitsplatz ist da, Kunde da. Im schlimmsten Fall kann ein Arbeitsplatz mehrere Kunden beherbergen und ein Kunde mehrere Arbeitsplätze. Im schlimmsten Fall. Also sagen wir mal, dieser Fall könnte ja eintreten. Und ich gehe auf Beziehung speichern, hier unten. Dann ist es gespeichert. Und ein Chefsessel, ein Chef, hat einen Arbeitsplatz oder mehrere Arbeitsplätze. Und ein Arbeitsplatz hat einen Chef. Das lasse ich mal auf einen Chef stehen. Das finde ich besser. Und Beziehung speichern hier unten drücken. So, und jetzt kann man alle Beziehungen testen. Könnte man. Ob ich nichts vergessen habe? Nö. Und sehe, ich habe nichts vergessen. Sonst würde jetzt hier wieder was stehen. Und durchs Türchen raus. So. Nächster Schritt. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Arbeitsplatz. Die Beschreibung des Arbeitsplatzes mache ich so. Doppelklick auf Bezeichnung. Und wieder ein neues Feld und Doppelklick auf Bemerkung. Dann mache ich weiter mit Chef. Ich klicke hier hin und gehe auf Anrede, Doppelklick. Gehe hier hin. Gehe auf Nachname. Gehe hier hin. Und gehe hier ein bisschen runter und gehe auf Vorname. Doppelklick. Und jetzt könnte man, wenn man wollte, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, könnte man. Ich mache mal Straße und N, Nummer. Ja, man kann auch mehr machen. Man kann natürlich Postleitzahl, Ort machen. Und man kann auch, wenn man will, schön Handynummer oder sowas machen. So, und Kunde, da machen wir auch was Schönes. Anrede oder Nachname, Vorname, irgendwas. Nachname hier rein. Und dann Vorname. Und jetzt noch Geburtsdatum. Und jetzt noch Straße, Hausnummer. Alles, was man will. Nummer. Postleitzahl, Ort müsste eigentlich auch kommen. Sonst weiß man ja nicht, wo der wohnt. So, und das hätten wir. Dann geht's auf nächste Schritt. Hier speichert man jetzt nichts, weil das automatisch gespeichert wird. Und hier guckt man sich alles an, ob alles stimmt. Chef, Kunde. Hier steht mehrere Arbeitsplätze. Arbeitsplatz, mehrere Kunde. Das ist jetzt nämlich das Besondere. So, nächster Schritt. Jetzt haben wir das mit dem Chef. Dem Kunden und etwas mehr kompliziert. Ich schreibe mal etwas. So, Tabelle anlegen, klicken und warten eine Sekunde und gucken, ob es klappt. Und er sagt fertig. Das heißt, es klappt. Also haben wir es gut gemacht. So, jetzt müssen wir durchs Türchen raus. Und jetzt gucke ich mal, was ich gemacht habe.
Diese Datei habe ich gemacht. Hier, diese. Mit dem Advanced da drin. Advanced. So, jetzt stelle ich das schön groß. Und jetzt geht's los. Jetzt machen wir das so. Kunde ist hier. Was ist da? Kunde, Kunde, Kunde. Ja, das ist ideal für uns. Da schreiben wir jetzt einfach mal was rein. Und zwar schreiben wir da Müller. Müller, Tab-Taste. Anton. So, Tab-Taste. Geburtsdatum, 2.2.2002. Tab-Taste. A-Straße. Tab-Taste. 20, 2, egal, 20. Postleitzahl, 2. Jetzt kommt irgendeine Postleitzahl rein. Und jetzt kommt ein Ort rein. So. Immer Tab-Taste. Und jetzt Tab-Taste. Meier. Und Anton. Und 2.2.2002. Und B. Bra. Straße. Jetzt geht's los mit 2. Und jetzt schreibe ich eine Postleitzahl rein. So, so macht man das und so weiter. Das kann man sich ja denken. Der Kunde ist schon fertig. Jetzt kommt der Chef an die Reihe. Da haben wir auch alles richtig gemacht. Da schreibe ich mal Herrn. Jetzt machen wir einfach irgendwas, was wir wollen. Immer Tab-Taste zum Weiterschalten. So, das geht so schon immer so weiter. Immer Tab-Taste. So, das kann man sich ja denken, wie das eingeben geht. Handynummer, das schreibe ich mal hier. Was rein. So. Und hier geht's weiter mit Herr. Also die Eingaben sind ja klar, ne? So sehen die Eingaben richtig. So. Ich schreibe jetzt mal einfach irgendwas. So, jetzt haben wir schon fast vollständig. So. So kann man sich das ja denken, ne? Jetzt wird es interessant, Arbeitsplatz. Hier müssen wir jetzt mehr überlegen. Eine Bezeichnung vom Arbeitsplatz ist hier. Und irgendwas wie eine Bemerkung, klar. Und ein Chef, da kommt eine Zahl rein. Hier kommt eine Zahl rein, jawohl. So ist das richtig. So. Und hier kommt eine Zahl rein. So, hier ist jetzt noch ganz wichtig, dass Eingaben kommen. Und zwar bei dieser Tabelle hier. Guckt mal genau hin. Abkunden. Die muss man hier doppelklicken. Abkunden. Und hier müssen jetzt Zahlen rein. Und zwar genau die Zahlen, die auch wirklich existieren. Zum Beispiel 1, 3 existiert, weiß ich. 2, 3 könnte man nehmen. Und ach, irgendwas wie 2, 1 oder 2, 2. Das kann man alles machen. So. Und das war's. Wenn das drin ist und gespeichert ist, hier oben, dann stimmt's. Und jetzt kann man eine Abfrage machen. Jetzt gehen wir auf Erstellen, Abfrageentwurf hier. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt die Tabelle hier schön so ein bisschen, oder was? Abkunden ist wichtig, also hinzufügen. Arbeitsplatz auch, also hinzufügen. Chef auch, also hinzufügen. Und das noch, Kunde, also hinzufügen. Und schließen. So, was haben wir jetzt hier drin? Wir haben jetzt ein schönes Gewirr. Nämlich das hier. Kunde. Der Kunde steht hier. So, und dies können wir jetzt ganz bisschen nach unten ziehen. Und dies kann man ganz bisschen so machen. Naja, man müsste eigentlich noch ein bisschen, ne? Sonst sieht man nicht, was hier noch so ist. Naja, ist egal. So. Also das ist jetzt die vollständige Tabelle. Und wenn das fertig ist, dann kann man hier sowas machen.
Man muss jetzt hier, ganz wichtig, Bezeichnung und meinetwegen Nachname vom Chef, Vorname vom Chef, Doppelklick auf Vorname vom Chef. Kundin, ja, ist auch wichtig, ne? Ja. So, jetzt gehe ich auf Kunde, Nachname, Kriterien, Meier. Meier mit Y. So, und wenn das drin ist, dann kann man jetzt Folgendes machen. Einfach hier oben über Ansicht klicken. Und was kommt? Da. Was sieht man? Die Meiers alle. Alle Meiers.